Na endlich. Und das war die zweite Prüfung. Oh, ist aber ein anderer. Bei der ersten Prüfung hat man einen Bärtigen. Von dem wir schon dachten, dass das Merlin ist. Könnte auch Slytherin gewesen sein. Oder einfach ein ganz anderer. Legendäre Sonnenschutzbrille. Revelio. Tja, dann. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Aha. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Wir können also Schmerzen nehmen. Aber um welchen Preis? Das ist die große Frage. Ich hoffe, da finden wir eine Antwort drauf. Zurück im Glas. Sie sind zurück! Und sogar in einem Stück! Hattest du etwas anderes erwartet? Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden sie ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung.
Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Aha. Die dritte Person im Porträt. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Aber ich wüsste doch gerne, was für Auswirkungen das hat, wenn man die... Ach, hier fehlt dann noch, da kommt dann noch ein Vierter. Welche Auswirkungen das hat, wenn man die Schmerzen nimmt und die Schmerzen nimmt. Und wir haben Sebastian und wir haben die Sebastian Quest und die Questreihe. Ich habe Bakars Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass er so viele Geheimnisse birgt. Und da werden wir früher oder später dazu kommen, dass wir entscheiden müssen, ob wir seiner Schwester die Schmerzen nehmen oder nicht. Und bevor ich da sage, ja, ich nehme die Schmerzen, würde ich gern wissen, was damit das sieht momentan so aus, als würde man das einfach rausnehmen und das wäre fertig. Aber ich habe die Befürchtung, da steckt noch was, da ist irgendwas. Nach momentanem Kenntnisstand würde ich da nicht sagen. Also, kann ich damit das Tor zur Hölle aufstoßen, Vielleicht war das erst überhaupt die Ursache allen Übels, dass man den Schmerz rausnimmt und der Schmerz, der rauskam, war überhaupt erst das alles Übel, was Rückgrat und was alles hier, was die Kobold und so weiter verursacht hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich nicht noch mehr darüber weiß, will ich da gar nichts machen. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Und denk mal nicht, dass ich vergessen habe, was der eine im Porträt gesagt hat. Der war überrascht, dass der... Sag ich doch, Winter. Es wird Winter. Sehr schön. Dass der von dem wusste und das... Ja, das behalten wir noch im Auge. Ach schön, Hogwarts im Winter. Jetzt wird's wirklich magisch. Winter is coming. Was macht unser Umhang? Ja. Neue Brille. Na, die werde ich ändern. Na, die Stats behalten.
Hier können wir noch Talente ausgeben. Haupttalente. Interessant. Verteidigung. Eine bessere Heilwirkung für den. Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich das hier. Zurück in Hogwarts. Natty erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Oh, Papi. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Ich bestehe darauf. Und ich wieder mal Poppy treffen. Wird höchste Eiszeit. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Züchten? Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Zum Glück haben wir die alten Aufgaben vorher abgeschlossen. Ich genau das geahnt habe. Und genau das gewusst habe. Dass jetzt neue Aufgaben kommen. War sie ja so klar wie Kloßbrühe. Das Fohlen des Todes. Und die gehen unter Wünsche. Professor Rubens Aufgabe. Aha, da müssen wir zwei Tiere fangen. Poppy Sweeting. Da würde ich doch erst mal direkt das Poppy. Wartet in dem Gebiet ganz im Norden von Hogwarts, wie der Besen fliegt. Aha. Erstmal ein kleiner Snack nach diesem Abenteuer. Ein fetter Mensch, der hat immer noch nichts gesagt. Uah, kalt. Na? Ein Besuch in der Küche. Müssen wir ein paar Snacks mitnehmen. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ah. Ein bisschen Butterbier. Prost. Auf dich, Rainbow. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Nach den ganzen Abenteuern kann man mal ein bisschen essen. Köstlich. Essen und trinken. So viel wie wir rumrennen, rumfliegen und Abenteuer machen, sind das null Kalorien. Auch mal hier ganze Vierteltorten uns reinstopfen. Das ist sofort wieder abgebaut. So schnell, so wie wir hier rumrennen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont.
Ich habe den Gryffindor-Turm, ich habe den Gryffindor-Eingang gefunden. Kann ich gerne nochmal zeigen. Da brauchte ich aber ein YouTube-Tutorial für, muss ich ganz ehrlich sein. Um das zu finden, ist ein bisschen versteckt. Hier nach Hufflepuff geht's nach unten, nach Gryffindor einmal nach oben die Treppe und dann hier den ersten Ausgang rechts links. An der einäugigen Hexe vorbei. Dann kommt man hier in einen roten Gang entlang. Das ist schon der erste Hinweis. Hier hat man den Professor, dem ich gerade mal eben. Hallo, Mr. Moon. Zwei. Ich grüße Sie. Dinge abgebe. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie Alohomora besser wirken. Unterwegs findet man immer noch welche. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Ja, ja. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Unterwegs findet man immer ab und zu mal zufällig ein paar Monde. Kann man die mitnehmen. Achso, die Quests wollte ich gucken. 4 von 9. Ja, langsam wird's. Und hier zum Gryffindor-Turm kommt man hier hoch. Bisschen. Und hier ist die fette Dame. Das Porträt der fetten Dame. Kommt man als Hufflepuff natürlich nicht durch. Ravenclaw und Slytherin kennen wir. Da waren wir schon ein paar Mal. Okay. Wir spielen ein ganzes Orchester oder was? Na, wir wollen da aber gar nicht lang. Ich verstehe es ja. Na, Spiel, fängst du dich? Sieht immer was, wenn ich weggucke. Von dieser kleinen Brücke aus. Ah, endlich gibt's mal Musik hier. Alles im Schnee im Winter. Ist doch großartig. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Gleich nachdem ich mit Papier die Quest mit Papier gemacht habe. Zeit für etwas mehr Tempo. Jo. Der schwarze Begriff. Hast du den auch, Rainbow? Den schwarzen Lippengreif? Ich glaube, der war Vorbestellerbonus. Das ist der Vorbestellerbonus Lippengreif.
niemand da. Ich bin mal gespannt, was unsere Tierfreundin, die tierliebe Poppy, was die hier für uns für eine Aufgabe hat. Oha, Feinde in der Nähe. Ja, es ist nicht gut. Da sehe ich eine Puppe. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Jep, geht es. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie ging nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Oma? Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Feuer und Sünde. Ich werde heute nicht mehr lange machen. Ich merke schon. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Oh. Ich werde langsam müde. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Zutaten sammeln. Oh je. Yeah. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Den habe ich ja schon besiegt. Viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. V-
irgendwie seltsam. Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht Klippen. Warum. Gibt's was zu sehen? Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Tja. Felle. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Wir müssen nicht mal bald mal wieder nach Osnit und unser Zeug verkaufen. Die Items, die wir gesammelt haben. Aber das Geld brauchen wir auf jeden Fall. Revelio! Da ist noch was. Erstmal aus dem Becher von einem. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was Merlin hier mit dem ganzen Spiel zu tun hat? Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Da bin ich auch noch gespannt. Hey, bisher relativ wenig. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung? Nö. Oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Wir hauen einfach sehen drauf. Wir uns genauer um. Oh, sorry, Papi. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Ich hoffe, der Zaubereiminister wird von kompetenteren Leuten bewacht. Die hier sind so leicht zu besiegen. Zauberreparo so selten. Dass ich den einfach nicht belegt habe.
Bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Sie werden wie im Hühnerkampf. In der Arena gesperrt und zum Kämpfen gezwungen. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Wir müssen noch mehr Drachen kämpfen müssen. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Diskret? Ist mir eigentlich eher unbekannt. Ja, ein eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Was hat Viktor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Warte mal, können wir hier... Nee, können wir nicht. Schade, ich gerne gegrillt. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an. Wolltest du nach Hause? Kommst du nicht mit einem kleinen Streit klar? Das ist ein grüner Hund. Komm, Puppi. Hast du die Kobolde gehört? Ranrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Oh je. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Also mit Drachen wollte ich eigentlich nichts zu tun haben. Sieh nur, wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Das Geld können wir vor allem nicht hier lassen. Erstmal einen Snack essen. Shufflepuff. Alohomora. Steck du sein. Ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Ach, nicht nötig. Wir können noch einfach durch die Tür brechen. Ausrüstungsplätze vorher, na toll. Ich muss wieder verkaufen gehen. Handschuhe. Was war das jetzt?
was mit mir. Da oben.